Welche Farbe hat der Himmel? Von Peter H. Reynolds aus dem Gerstenberg Verlag. Marisol war eine Künstlerin. Sie liebte es zu zeichnen und zu malen und sie hatte sogar ihre ganz persönliche Kunstgalerie. Aber nicht alle ihre Kunstwerke hingen in einer Galerie. Vieles zeigte sie auch in der Welt herum. Sie malte Plakate, um sich für die Ideen einzusetzen, an die sie glaubte. In der Schule war Marisol berühmt für ihre kreativen Kleider, ihre Kiste mit Malsachen und ihre Überzeugung, dass jeder Mensch ein Künstler sei. Ja, Marisol war durch und durch eine Künstlerin. Deshalb wollte sie auch gleich anfangen, als die Lehrerin in der Klasse erzählte, sie würden für die Bücherei ein Wandgemälde gestalten. In der Klasse brummte die Luft vor Ideen. Die Schüler diskutierten und zeichneten Entwürfe. Und gemeinsam machten sie eine riesige Skizze. Dann marschierten sie in die Bücherei. »Ich werde einen Fisch malen!« »Ich auch!« »Ich werde das Meer malen!« Marisol rief. »Und ich male den Himmel!« Marisol kramte in ihrer Farbkiste, doch sie konnte einfach kein Blau finden. »Wie soll ich den Himmel malen, wenn ich kein Blau habe?« Die Schulglocke läutete. Für heute hieß es, die Pinsel zur Seite legen. Während Marisol in den Bus stieg, überlegte sie weiter. Die ganze Zeit auf dem Heimweg starrte sie aus dem Fenster. Die Sonne näherte sich dem Horizont. Später, als sie zu Hause war, beobachtete Marisol, wie es Nacht wurde. In dieser Nacht sank Marisol in einen tiefen Traum. Sie schwebte durch einen Himmel aus wirbelnden Farben, die sich zu unzählig vielen neuen Farben mischten. Am Morgen stand Marisol im Regen und wartete auf den Schulbus. Der Himmel war alles andere als blau. Sie lächelte. In der Schule rannte Marisol sofort zur Bücherei. Sie schnappte sich eine Schale und füllte alle Farben hinein. Diese Farbe und jene Farbe. Danach wirbelte sie mit dem Pinsel, um eine völlig neue Farbe zu schaffen. Dann begann Marisol, die Wand zu bemalen. Ein Junge fragte, »Was ist das für eine Farbe?« »Das«, sagte Marisol, »das ist Himmelfarbe.«